Unsere Wertpapierempfehlungen werden Ihnen gefallen. Das ist bei uns zur Vorschrift. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von VipsiTV, der fünften. Wahnsinn. Heute geht es um die Welt der Hochfinanzen. Es geht um Banken, Devisen, Aktienmärkte und vor allem Geld. Und wie heißt das Lieblingslied der Investmentbanker? My Boney is over the ocean. Tralala. Viel Vergnügen. Ein Investmentbanker ist total frustriert. Das Geschäft läuft nicht und sein guter Riecher hat ihn verlassen. Da lässt er ein Stoßgebet los und zack, erscheint der Leibhaftige. Mein Sohn, ich kann dir helfen. Ich kann machen, dass alle deine Entscheidungen in Zukunft richtig sind. Du wirst der reichste Mann der Welt. Dir werden Frauen nachlaufen ohne Ende, die hübschesten, die du dir überhaupt vorstellen kannst. Du wirst dir alles erfüllen können, wovon du träumst. Deine Frau und deine Schwiegermutter werden beide für ewig in der Hölle schmoren. Daraufhin der Investmentbanker. Ja, okay, aber wo ist der Haken? Müller, Sie sehen in letzter Zeit völlig überarbeitet aus. Es gefällt mir. Und wo endet der Aberglaube vom Bankern schlagartig? Beim 13. Monatsgehalt. Und was möchte ein Kunde, der am Bankschalter ein Ei und ein Kondom abgibt? Ein Überziehungskredit bis Ostern. Und das war sie auch schon wieder, die fünfte sehr, sehr gute Folge von VipsiTV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und einen habe ich natürlich noch. Sagt der eine Börsianer zum anderen, du sag mal, hast du eigentlich Devisen? Sagt der andere eigentlich nur eine. Seid nett zueinander. Ganz in diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit und ich freue mich über jedes Abo, jeden Kommentar und jeden Like. Ciao, Mike.